Johann Bayer ist auf der Jagd nach den vergessenen Autos. Wobei, vergessen hat sie niemand, eher illegal abgestellt oder sogar entsorgt. Doch der Autosheriff kommt den Besitzern auf die Spur. Zur Not mit ein bisschen Gewalt. Ziemlich verdreckt und verwahrlost hier. Der Arbeitstag von Johann Bayer beginnt pünktlich um 7. Fahrt zu einem der Hotspots der Schrottautos in Frankfurt. Ich fahre jetzt nach Frankfurt-Griesheim in die Leichenstraße. Da sind Autos abgestellt, die halt nicht mehr ohne Kennzeichen dastehen. Die werden wir sich jetzt mal unter die Lupe nehmen. Hier reiht sich eine Autowerkstatt an die nächste. Und auch nach Fahrzeugen ohne Kennzeichen muss der Hilfspolizist nicht lange suchen. Ein Anhänger fällt Johann Bayer ins Auge. Doch wem gehört er? Johann Bayer begibt sich auf die Suche und wird fündig. Das ist die Fahrgestellnummer vom Anhänger und die brauchen wir, um den Halter zu ermitteln. Der Anhänger ist Schrott. Anscheinend steht er schon lange hier. Und damit ist das Abstellen nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Denn das Gefährt gilt als Müll und diesen einfach irgendwo abzuladen ist illegal. Mit den Angaben von Johann Bayer kann das Ordnungsamt den Halter ermitteln und ihn anschreiben. Im schlimmsten Fall droht dem Besitzer eine Strafe von bis zu 1.000 Euro. Das nächste Auto, ein alter Bekannter. Das habe ich schon mal gesehen, der stand erstmal woanders. Wir hatten einen Standortwechsel gemacht. Ja, dann würde ich sagen, hol ich mal ein Brett und wollen wir das erstmal aufmachen. Wir machen das mal auf, ja? Johann Bayer arbeitet seit fast 30 Jahren für das Straßenverkehrsamt. Eigentlich ist er gelernter Kfz-Mechaniker. Das kommt ihm beim legalen Autoknacken zugute. Zuerst hebelt er die Tür ein Stückchen auf. Mit einem langen Stab erreicht er den Türöffner. Jetzt kann er die Fahrgestellnummer unter der Motorhaube ablesen. Oft werden die Schrottautos von genervten Anwohnern gemeldet. Das sehe ich jeden Morgen, wenn ich einkaufen gehe. Die kommen, stellen sie ab, machen die Nummernschilder ab, fahren mit dem anderen Auto weg. Und dann, was passiert dann mit den Autos? Dann steht er, dann ist er irgendwann platt. Sind zwei Reifen platt, damit er nicht mehr fahren kann. Und dann steht er wochenlang da. Und das ist nicht bis, nur eine. Bis ich komme, ne? Bis sie kommen, genau. Da das Auto noch nicht schrottreif ist, ist das Abstellen nur eine Ordnungswidrigkeit. Teuer wird es trotzdem. 148 Euro warten auf den Halter. Nur eine Straße weiter warten gleich zwei Fälle auf einmal. Wieder greift Johann Bayer beherzt zu und bricht die Tür des Mercedes auf. Doch das bleibt nicht unbemerkt. Die Alarmanlage geht los. Nur wenige Minuten später erscheint der Besitzer. Was ist passiert? Wo sind die Kennzeichen, Meister? Ja, ich weiß, ich habe gelassen. Warum haben sie denn nicht abgestellt hier, wenn sie wissen, dass das Kennzeichen dran sein müssen? Ja, ich weiß. Der Halter ist um Ausreden nicht verlegen. Ich habe keine Zeit, das ist das Problem, habe ich gelassen. Ja, wenn er ihn gleich wegtut, würde ich mal da absehen davon. Aber wenn er noch länger hier steht oder wieder auf... Jetzt in halber Stunde, ich mache rein. Ja, dann lassen wir es mal gut sein, ja. Aber wenn er dann irgendwo in Frankfurt wieder in der Leichenstraße auftaucht, dann... Ja, ich weiß, Chef. Kann ich keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, ist ja? Okay, ja. Der Autosheriff wird wiederkommen, um zu schauen, ob der Besitzer die Autos wirklich weggeschafft hat. Doch eine Pause gibt es nicht. 360 Strafanzeigen wegen illegal abgestellter Schrottautos gab es letztes Jahr in Frankfurt. Und auch das nächste ist wirklich keinen Cent mehr wert. Ich habe das Fahrzeug von 1,5 Wochen circa aufgenommen. Da war das noch komplett zu, die Scheiben waren noch drin, Innenraum war noch alles komplett. Momentan wurde ausgeschlachtet. Scheiben angeschlagen, verwüstet. Johann Bayer nimmt die Daten des Wagens auf. Das Ordnungsamt muss sich schnellstmöglich darum kümmern, dass es abgeschleppt wird, damit sich niemand verletzt. Eine teure Müllentsorgung für den Halter. Kurz vor Feierabend. Johann Bayer will sich vergewissern, ob seine Anweisungen auch wirklich eingehalten wurden. Ja, wir fahren jetzt einmal in die Lerchenstraße, wo wir die Fahrzeuge aufgenommen hatten. Der Halter kam dazu und er wollte die Autos beseitigen. Und jetzt haben wir eine Nachschau nochmal und wir sehen keine Fahrzeuge mehr. Die Fahrzeuge hat er also entfernt. Er ist also unseren Aufforderungen nachgekommen. Die Ausnahme von der Regel, denn eigentlich sind die Halter oft über alle Berge. Und damit ein erfolgreicher Tag für Frankfurts Sheriff der Schrottautos.